In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird das erste Open Workout für die Saison 2020 veröffentlicht. Was hat sich Dave Castro dieses Jahr für uns wohl ausgedacht? Nach 19.1, einem 15 Minuten M-Rap mit 19 Warbar Shots und 19 Kalorien auf dem Rudergerät, kann es doch eigentlich kaum noch was schocken. Persönlich, ich setze auf einen M-Rap. Wahrscheinlich um die 12 Minuten und vermutlich sehen wir die Langhantel. Ich hoffe auf Gymnastics und olympisches Gewichtheben. Was ist denn dein Tipp für 20.1? Schreib ihn einfach gleich in die Kommentarzeile und wir können ein bisschen darüber diskutieren. Gewissheit haben wir alle sowieso erst am Freitagmorgen. Also bleibt es bis dahin spannend. Willkommen zurück zu einer neuen Episode unserer Differ Open Update Show. Ich bin Yves und ich freue mich, euch die heutigen Themen vorzustellen. Wir beginnen mit einem Überblick über die aktuelle Lage bei den Teams, gehen dann weiter zu einem kurzen Recap des Open Prep Kurses vom Samstag. Als drittes auf dem Plan haben wir die Open Workouts. Wie ist der zeitliche Ablauf? Wofür gibt es Punkte? Was sind Heats? Wie wird gejudged? Und beenden tun wir die Show heute mit der Announcement Party an diesem Freitag, 11. Oktober um 17 Uhr. Bei den Teams hat nur noch Snatch Me If You Can einen Platz zu vergeben, bevor wir das Limit von 20 auf 25 Mitglieder erhöhen. Findet das Team um Casti also noch einen Mitstreiter oder bleiben die Teams in der aktuellen Konstellation erhalten? Das werden wir wohl erst nächste Woche Dienstag wissen. Zu unserem Open Prep Seminar vom vergangenen Samstag. Dort fand die erste Auflage unseres neuen Open Prep Seminars statt. In gut 3 Stunden ging es um Strategie, Mindset und Techniktraining für die diesjährigen Open. In dem Seminar wurden den Teilnehmern Tipps und Tricks zu bekannten Movements wie Warboards, Rudern, Pull-Ups und Toast-to-Bar nahegebracht. Hinzu kamen immer wieder kurze Theorieteile mit dem Fokus auf Strategie und Planung des Workouts, die richtige Atmung, das richtige Pacing sowie Mindset und die Einstellung zum Workout selbst. Abgerundet hat das Seminar das OpenWOD 18.1 im Open-Stil mit Judge und Scorecard. Sozusagen die Generalprobe, bevor es am Freitag für alle ernst wird. Dazu noch ein kleiner Clip vom Samstag. Zu den Open Workouts. Denn das war schon alles zum Prep-Course. Alle Teilnehmer konnten neue Erkenntnisse sammeln, um so bei den Open noch einmal eine Schippe drauflegen zu können. Im Anschluss nun der Ablauf der diesjährigen Open. Jeden Freitag und jeden Montag sind alle Kurse bei uns in der Box zu Heats mutiert. Davon gibt es pro Stunde ganze 2. In diesen Heats absolvierst du einerseits das Workout und stehst andererseits als Judge einem Athleten zur Seite. Bitte schau dir die Workouts also schon im Vorfeld an. Wir werden diese in unserer WhatsApp-Gruppe Differ News sowie auf unseren sozialen Medienkanälen veröffentlichen, sobald diese bekannt sind. Solltest du keine Möglichkeit haben, das Workout weder Freitag noch Montag zu absolvieren, kannst du dies auch immer im Open Gym tun. Das Einzige, was dafür vorhanden sein muss, ist ein Judge. Das Warm-up zu den Open Workouts findet immer hier in Halle 3 statt, wo auch die Aufnahme stattfindet. Die eigentlichen Workouts dann in Halle 1 oder Halle 2. Im Gegensatz zu einem normalen Kurs rollt das Warm-up immer durch. Das heißt, wenn dein Heat 18 Uhr beginnt, bist du 17.30 Uhr hier, startest mit deinem Warm-up und bist 18 Uhr bereit, mit dem Heat loszulegen. Die eigentlichen Heats enthalten kein Warm-up mehr. Die Anmeldung zu den Heats erfolgt wie gewohnt über die Wodify-App und ist bereits geöffnet. Wenn du noch Fragen zu weiteren Details des Ablaufs hast oder noch etwas unsicher bist,
wann du dich nun anmelden musst. Sprich einfach deinen Team-Captain an. Die Kapitäne stehen euch immer mit Rat und Tat zur Seite. Natürlich wird für das Warm-up sowie für den aktuellen Heat immer ein Coach dir zur Seite stehen. Im Warm-up gibt es einen Coach, der das Workout-Briefing leitet und das Warm-up. Drüben in Halle 1 und 2 gibt es einen Coach, der das Workout selbst leitet. Zu unserem aktuellen Punktesystem. Du kannst während der Differ Open verschiedene Weisen Punkte erzielen. Dies erreichst du durch sportliche und auch nicht sportliche Leistungen während der nächsten Wochen. Neben den normalen Punkten in der Tabelle wird sich auch die ein oder andere Möglichkeit bieten, extra Punkte zu sammeln. Beispielsweise durch die wöchentliche Captain's Challenge. Dabei hatten die Teamkapitäne die Möglichkeit, sich eine Herausforderung auszudenken, welche du innerhalb einer Woche ablehnen kannst. Auch hier bekommen die Platzierungen 1 bis 3 Männer-Frauen je 3 Punkte gut geschrieben. Gerade ist die Heizung angegangen. Ich hoffe, das wird nicht zu laut. Des Weiteren wird es sich lohnen, in der Box die Augen nach dem Open Bingo aufzuhalten. Details hierzu findest du wöchentlich an unserem Diffamations Board gleich bei unserer Sitzecke. Kommen wir zu unserer Announcement Party am Freitag. Denn dort laden wir alle Mitglieder von CrossFit Differ herzlich zu unserer ersten Open Announcement Party ein. Du kannst erst 20.1 dem Erdbogen gleich machen und danach noch Zeit in der Box verbringen. Dazu gibt es Musik, Essen, Getränke und viele Möglichkeiten, deine Teammitglieder anzufeuern. Gern kannst du auch Freunde und Familie mitbringen und sie als Cheerleader einsetzen. Denn ab diesem Freitag hast du die erste Möglichkeit, die 5 Punkte für die wöchentliche Spirit of the Open Challenge einzusacken. Falls du noch ein cooles Rezept im Kopf hast, kannst du liebend gern noch einen Salat, Dessert oder ähnliches mitbringen. Unser Team von CrossFit Differ freut sich schon auf ein paar harte Heats und einen wunderbaren Abend. Das war vorerst alles in der heutigen Episode Nummer 5. Ich hoffe, die Flut an Infos hat dich nicht völlig erstickt und wir sehen uns diesen Freitag zu unserer Announcement Party. In Episode 6 am nächsten Dienstag blicken wir dann schon auf das erste Open-Wochenende zurück. Du erhältst einen Überblick über die Punkte der Teams und deren Ranking zueinander. Also, schalt auch nächste Woche Dienstag wieder ein zu unserer Differ Open Update Show. Mein Name ist Eve von CrossFit Differ und im Namen aller Coaches wünsche ich dir maximale Erfolge für das Workout 20.1. Euer Team von CrossFit Differ.